Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit Teil 6 des Mass Effect 3 Let's Play. Und ich habe im letzten Mal versprochen, dass es gleich ein bisschen rund gehen wird. Und das wird auch passieren, denn das ist ein Teil, den ich schon aus der Demo kannte. Hier steht mir so ein kleiner Kampf bevor. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den eigentlich optimal mache, aber ich versuche es einfach mal, weil ich weiß, dass ich hier oben auch kämpfen muss, damit dass ich direkt nach oben gehe. Ich glaube, hier landen gleich auch noch mehr. Okay, ich sollte vielleicht in Deckung gehen. Hier oben und mein Team unten kümmert sich um alles, was da unten noch gestanden hat. Und ich muss mal ein bisschen mehr aufpassen, jetzt bin ich ja schon darauf hingewiesen worden, dass ich doch bitte mal schauen soll, dass ich auch wirklich nach Möglichkeit die ganzen Waffen aufnehme, die hier überall rumliegen, Waffen und Rüstungen. Das habe ich bisher nämlich doch ein bisschen vernachlässigt. Und werde dann gleich auch, ich glaube, wenn ich auf dem Schiff bin, mal gucken, was ich überhaupt so verwässern kann. Ich muss aber gestehen, ich habe mal ein bisschen getestet und gesucht, wo ich eigentlich die Crew-Rüstung, nicht die Crew-Waffen, das weiß ich, aber wo ich die Crew-Rüstung ändern kann und verbessern kann. Ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Also ich glaube, dass es geht, zumindest ging es früher. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich jetzt in Mass Effect 1 gemacht habe, aber hier war ich bisher noch ein bisschen zu blöd dafür, glaube ich. Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Verstanden! Schon dabei! Ich kümmere mich wieder um meine Spezialisten hier. Relativ gut aus, nur das Ausweichen mit den Granaten habe ich noch nicht so ganz hingekriegt. Ja, und auch die zieht mir ein bisschen vom Schild ab, aber naja, gut, damit kann ich leben. Ich stelle noch ein schönes Geschütz da hinten auf. Auch den Teil kennen wir aus der Demo noch. Notfallsystem umleiten, das war da hinten irgendwo. Und mein Freund, die Space-Taste, ist da auch. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Habe ich doch schon gefunden. Ich will es auf jeden Fall echt mindestens noch ein zweites Mal spielen, so viel ist klar. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen murksiges Geld. Es gibt ja noch viele, viele andere Skills, die ich testen kann. Noch ein Cerberus-Drop. Ich sehe halt nichts, aber gut, schicke ich die Jungs halt vor, so lang. Ich glaube, jetzt muss ich hier hin und dieses Ding benutzen. Wie geht es Ihnen? Die schöne Krokane-Frau zu retten. Aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Earth und Reef noch. Ich bin für Reef wertvoll. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Und wieder Verstärkung. Super.
Verstanden. Verstanden. Das war jetzt nicht so ganz schlau. Aber es hat funktioniert. Aber es kommt auf jeden Fall noch ein ziemlich schwieriger Kampf, aber da kommen wir dann gleich zu, wenn es soweit ist. Die Frau ist auf dem Weg. Oh, ich liebe es. Wir sind fast wieder oben. Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Das war doch noch ein bisschen nah. Oh, glatt übersehen, dass hier noch einer ist. Ich habe halt auch nicht ewig Zeit. Alles ganz und gar nicht so geschickt, was ich hier mache. Oh. Sind meine Jungs eigentlich? Einfach mal blind reingeballert. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Ich glaube, ich muss mich echt mal irgendwie... Ich muss ein paar Kämpfe aussuchen und die dann ein paar Mal wiederholen, um noch ein bisschen mehr dieser Steuerung zuranzukommen. Aber es ist irgendwie vor allen Dingen dieses Deckungssystem, mit dem ich irgendwie noch nicht so recht klarkomme. Aber naja, solange es passt, ne? Shepard, Vorsicht, Feind im Anmarsch! So, und den kenne ich auch schon aus der Demo, der ist böse. Der haut gut zu. Ja, dann mal los, ne? Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie sich um den Neck gekümmert haben. Sonst ist es zu gefährlich. Ein Demo ist kritisch. Keine Zeit mehr. Wir müssen diese Nuss knacken, sonst gibt's in unserer Welt bald nur noch Schlaf. Cerberus hat noch nie fair gespielt. Ja, immer direkt erwischt worden. Und direkt fast ungenießt worden. Oh, und ich hab nichts mehr zum Heilen. Ich mag ihn nicht. Kann ich verstehen, ich mag den auch nicht. Und vor allem gibt es hier noch ein paar andere Kollegen, die ich auch nicht so mag. Aber da schicke ich noch mal ein paar Geschütze rein. Und ich kann blöderweise halt auch hier die gute Liara nicht wiederbeleben. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie allein um den Scheiß kümmern. Aber egal. Irgendwie kriegen wir das sicherlich hin. Oh, ich habe James verloren, gar nicht Liara. Schade, hat leider nicht funktioniert. Sonst gibt's in unserer Welt bald nur noch Schmerz. Cerberus hat noch nie fair gespielt. Was dauert da so lange? Ich dachte, Sie wären Experte darin, Sachen hochzujagen. Bin ich ja eigentlich auch. Shepard, merkt sie auf Kogana hin. Sie hält das sich durch. Wir müssen dieses Ding aufhalten.
Heinis hier. Alles nicht so richtig gut, was ich mache, aber noch leben wir. Frei nach dem Motto, schön ist anders, aber tot ist tot. Ich war nicht sicher, ob Sie das hinkriegen, Shepard. Alles kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Ich bin nicht Ihr Eigentum. Da gilt, schön ist anders. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen, unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. So. Dann schauen wir uns doch mal ein wenig auf dem Schiff um. Also, sobald ich mal wieder dazu komme, was zu tun. Reef, die Frau ist in Sicherheit. Um die Heilung ihres Volkes können wir uns später kümmern. Sie steigen nicht aus, Turianer. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Keine Verhandlungen. Jeder Kroganer bekommt das Heilmittel oder Pelevan brennt. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen?
Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Ich gebe Ihnen eine. Die Heilung. Muss nicht damit wohl wieder meinen, ne? Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Bleibe sowieso. Niemand berührt meine Frau. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Wenn Sie mit den turianischen Problemen fertig sind, Shepard, müssen wir reden. Worüber? Einer meiner Trupps wird vermisst. Ich gebe Ihnen die... Kümmern Details. Wir uns drum. Kein unter Problem. Vier Augen. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. So, ich bin wieder frei. Etwas zu tun. Ach nee, dieses Ding habe ich immer noch nicht gerafft. Aber ich glaube, dass das verändert sich nachher schon, wenn man die Mission ganz normal macht. Diese Stärke im Kampf gegen die Reaper, die wird nachher automatisch, wenn man die Hauptmission beendet, immer höher werden. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Zum Aufzug. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimat. Die beiden schwollern übrigens auch, glaube ich, die ganze Zeit. Nein, das war schon angemessen. Aber Sir, Honey und Nani hier. Ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurz Zeit? Was hast du denn schon wieder entdeckt? Commander, ich habe beim Scan der Allianzkanäle was gefunden. Könnte wichtig sein. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi verdächtigt Cerberus wegen der Ähnlichkeit mit den gefälschten Verschlüsselungsprotokollen. Ich glaub's ihnen schon. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch... Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. Ja, und da kümmern wir uns später rum. Aber erstmal in die Shuttlebucht. Schade, ich dachte... Ah doch, die Inferno-Panzerung, die wollte ich nämlich haben, denn die sorgt für 30% schnelleres Aufladetempo der Kräfte und 30% mehr Power von eben diesen Kräften. Und deswegen ziehe ich die an. Panzerungsset. Leider kann ich da die Optik nicht ändern, aber ist okay. Speichern zurück. Und ich glaube, jetzt werde ich meine Waffen mal ein bisschen upgraden. Also nicht unmittelbar upgraden, sondern mir eine... Welche habe ich denn benutzt? Die Predator oder die andere? Egal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ob das im Endeffekt Sinn macht, weiß ich nicht, weil man findet halt irgendwie auch noch zig verschiedene Waffen. Ich habe keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt. Oh, 625 Credits. Ich hoffe, jetzt muss ich nirgendwo hinfliegen, wo ich Sprit brauche. So, und jetzt kann ich doch hier die Waffen... Predator. Was habe ich denn an Mods? Mit mehr Präzision, Zielfernrohr und Mod 2. Achso, das war's. Bestätigen. Okay. Und hierfür? Egal. Das bestätigen wir. Und jetzt mal kurz schauen. Im Logbuch Priorität Tuchanka. Okay. Damit machen wir jetzt weiter.
Kampfinformationszentrum. Mist. Wo ist denn hier dieses Masseportal-Dings? Ah, da. Und ich würde sagen, das ist ein super Zeitpunkt, obwohl warten wir noch mal kurz ab. Doch, ich glaube, jetzt ist ein super Zeitpunkt, um zu sagen, das war's für Teil 7 von Let's Play Mass Effect. Und dann machen wir mit der nächsten Mission in Teil 8 weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert. Bis dann, sagt Onkel Barlow.